DJ Stehblack. All Night Long. Ab sofort auf iTunes erhältlich. Hallo zusammen, Social Media Plattformen wie zum Beispiel Facebook ermöglichen uns einen einfachen Weg, um mit Menschen zu kommunizieren. Vor 20 Jahren hat es aber Facebook und Co. noch nicht gegeben, aber dazu mal haben Jugendliche auch andere Wege gefunden, um neue Kontakte zu knüpfen. Der Jugendtreff ist zum Beispiel eine von diesen Möglichkeiten gewesen. Es gibt zwar Jugendtreffs, die heutzutage im Zeitalter von Facebook immer noch gut funktionieren, aber leider sind doch einige in Vergessenheit geraten. In der letzten Zeit mussten ein paar Jugendtreffs schliessen. Laut Medien kommunizieren die Jugendlichen lieber mit dem Handy oder treffen sich sogar direkt im Facebook. Wir wollten dieser Behauptung auf den Grund gehen und Jugendliche auf der Straße gefragt, wieso sie nicht in Jugendtreff gehen. Ich war nie ein Fan von Jugendtreffs und anderen Sachen. Ich habe andere Beschäftigungen. Ich finde einfach die Zeit nicht mehr und die Kollegen gehen auch nicht mehr. Und irgendwann bin ich den Alten auch nicht mehr gegangen. Ich glaube, viele gehen einfach mehr irgendwie voraus, also oder sonst irgendwo hin. Keine Zeit mehr. Und ich bin früher nicht gegangen, weil keine Ahnung, viele Kollegen von mir sind gegangen. Nachher bin ich auch gegangen. Ja, also ich hätte schon Lust, aber ich vergesse es immer und ja. Und dann gehe ich halt einfach nie. Durch einen Besuch im Jugendhaus Greifensee haben wir herausgefunden, wieso die Jugendlichen sich gerne dort aufhalten. Ich komme hier zum Hängen, weil da jetzt viele Kollegen, die ich jetzt zum Beispiel kenne, wenn ich in der Lehre bin und sie nicht öfters sehen, komme ich da mit ihnen mich treffen. Es ist eigentlich chillig da, weil die Jugendleute sind auch mega easy drauf und man kann eigentlich recht vieles da machen. Ja, zum Kollegen treffen und einfach mal entspannen und manchmal auch Ruhe von den Eltern haben. Es ist halt einfach chillig, da hat es halt einfach deine Kollegen und so. Ja, weil ich da gerne auch tanzen, ja, und unter Kollegen bin einfach. Aber was ist denn jetzt mit der Behauptung der Medien? Ist Facebook schuld daran, dass die Jugendlichen nicht mehr in Jugendtreff gehen? Ich glaube, dass Facebook ganz sicher ein Medium ist heute, wo sich die Jugendlichen treffen. Ich glaube, allein Facebook macht die Jugendlichen nicht glücklich. Ich bin mir ganz sicher, dass die Jugendlichen brauchen, sich untereinander zu treffen, zu lachen, zu tanzen, zu lieben. Das Facebook ist ein Medium, aber nicht allein. Also ich glaube, es braucht wirklich beides. Unser Jugendtreff funktioniert recht gut. Wir haben im Schnitt bis zu 50 Jugendliche, die hierher kommen und trotzdem im Facebook sind. Also wirklich beides leben. Aber wie stehen die Jugendlichen vom Jugendhaus zu diesem Thema? Es ist nicht das Gleiche im Facebook, als wenn ich eine Person im Realen sehe. Und ja, im Facebook sehe ich eigentlich die Leute nicht so oft. Da sehe ich nur Bilder und sonst kann ich nur mit ihnen chatten. Also wir schreiben schon per Facebook und so, aber ich denke sehr wenig. Ich meine, es sind immer noch gleich viele da im Jugi. Ja, ich finde, wenn man ein bisschen über Facebook und so Kontakt hat und sich dort treffen, das ist auch nicht gerade das Beste, weil besser ein bisschen draussen mit Kollegen rausgehen. Also ich finde es da besser und da kann man mehr lachen und so. Wir rufen jetzt zum Beispiel ein paar Kollegen an, ja, kommst du raus? Und dann, wenn sie fragen, ja, wo treffen wir uns, sagen einfach alle direkt Jugi. Dann kommen wir da und überlegen uns, was wir machen. Und meistens geht es einfach darauf hinaus, dass wir da bleiben. Durch mehrere Gespräche von verschiedenen Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeitern können wir es schlussendlich so zusammenfassen, dass Facebook keinen Einfluss auf die Anzahl von jugendlichen Besuchern hat. Im Gegenteil, denn Jugendtreff versuchen sich an die heutige Zeit anzupassen und nutzen darum Social-Media-Plattformen, um miteinander zu kommunizieren, sich bekannt zu machen und Termine zu vereinbaren. Wir hoffen, der Bericht hat die eine oder andere animiert, um in Jugendtreffen mal vorbeizuschauen. So, und jetzt gebe ich weiter am André Lia. Auch er hat für dich interessante Themen am Start.
DJ Stehblack. All Night Long. Ab sofort auf iTunes erhältlich. Hallo und herzlich willkommen zu der Youth Edition Nummer 68. In der heutigen Sendung geht es wieder um Gerechtigkeit. Alle haben eine andere Ansicht von Recht und Unrecht. Was ich gerecht finde, findest vielleicht du unfair. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass wir uns einig sind, wenn ich behaupte, dass die folgenden Gesetze aus aller Welt mehr zu Kopf schütteln als zu Gerechtigkeit führen. Das coolste Gesetz zum 6. ohne Gewehr. Im 6. Teil unserer Serie «Skurrile Gesetze rund um den Globus» haben wir wieder einige witzige Verordnungen aus aller Welt gefunden. Wir starten gerade in Frankreich. Denn dort muss im Radio zwischen 8 Uhr morgens und 8 Uhr am Abend 70% von der Musik von französischen Interpreten sein. Unsere Suche führt uns nach Minnesota, eine eher ländliche Gegend in Amerika. In ganz Minnesota ist nämlich die Ein- und Ausreise aus dem Staat verboten, wenn man ein Huhn auf dem Kopf dreht. Ob das verboten ist, weil es schon mal jemand ausprobiert hat, haben wir leider nicht herausgefunden. Es geht weiter in Neuseeland, denn dort ist vor ein paar Jahren versehentlich Prohibition eingeführt worden. Doch wie kann so etwas versehentlich passieren, fragt man sich. Das Ganze ist recht einfach zu erklären, nämlich hat sich ein kleiner Schreibfehler eingeschlichen. Ein «und» ist mit einem «oder» vertauscht worden und schon hat das Gesetz eine ganz andere Bedeutung gehabt. Unsere Suche führt uns in ein weiteres Nachbarland, nämlich Deutschland. Denn dort ist es zwar verboten, in der Öffentlichkeit nackt rumzulaufen, aber im Autofahren darf jeder Mensch im Adamskostüm, weil man sich nicht offiziell im öffentlichen Raum befindet. In Arcadia, einer Stadt im Staat Kalifornien, haben die Autofahrer ein ziemlich schweres Leben. Denn falls sich ein Truthahn auf der Fahrbahn befindet, sogar auf der Autobahn, sind sie gezwungen, für den anzuhalten. Weil Truthahn haben immer Vortritt. Von Amerika auf Mexiko. Denn dort haben wir auch ein wunderliches Gesetz gefunden. Nämlich ist allen Personen verboten, in der Öffentlichkeit zu fluchen und Beschimpfungen auszustoßen. Ob es einen Unterschied macht, wenn das privat passiert, ist fraglich. Auch in Israel ist momentan gerade ein sehr fragwürdiges Gesetz in Besprechung. Nämlich sollte eine Radiostation, die mehr als 5 Jahre illegal betrieben worden ist, legal werden, sobald sie die 5-Jahres-Grenze erreicht hat. Wo genau der Sinn hinter dieser Aktion ist, wissen wir auch nicht genau. Über das nächste Thema gibt es ebenfalls getrennte Meinungen. Aber ein bisschen weniger zu lachen. Genmanipulation. Eine Technologie, die uns in der Zukunft sehr beschäftigt und auch weiterbringen könnte, aber in der Schweiz noch sehr umstritten ist. Ein Eingriff in die Natur, ist der vertretbar? Mach doch gerade selber das Bild. I see trees of green. Natur, so wie wir sie kennen, scheint in unseren Augen vollkommen natürlich, also vom Mensch unverändert zu sein. Tatsächlich kann der Mensch aber auch Einfluss auf sie nehmen, zum Beispiel durch die Genmanipulation. Ein Gen ist eine Erbinformation, die jedes Lebewesen in seinen Zellen trägt. Die Erbinformationen sind also quasi wie eine Anleitung für das Aussehen eines Lebewesens. Sachen wie deine Haarfarbe, Größe oder dein Geschlecht werden von den Genen bestimmt. Am Ende sind also auch sie der Grund, wieso du deinen Verwandten ähnlich siehst. Mit Hilfe von Gentechnik kann der Mensch heutzutage schon einiges verändern. Gentechnik wird heute eigentlich schon in ganz vielen Bereichen eingesetzt. Sie sind sicher auch schon mit Gentechnik in Verbindung gekommen, ohne dass sie es eigentlich wüssten. Das T-Shirt für Ihnen zum Beispiel ist aus Baumwolle. Baumwolle wird heute zu 85% gentechnisch hergestellt. Also Sie sehen, dass Sie da sicher schon mit in Verbindung kommen. Zudem gibt es eine ganz weite Anwendung von Gentechnik in der Medizin, in der Forschung oder auch zum Beispiel im Waschmittel. Es stellt sich also die Frage, ob genetisch veränderte Sachen bei der Bevölkerung überhaupt gut ankommen. Ich finde es nicht gut, weil ich finde, man sollte alles so lassen, wie es ist und nichts so künstlich verändern will. Je nachdem muss man das beurteilen. Im heutigen Tag hat man auch gar keine
Möglichkeit, zum Beispiel gewisse Sachen auch zu züchten oder so. Dann braucht es einfach vielleicht die Genmanipulation, damit man das Ganze auch ausweiten kann auf die ganze Bevölkerung. Dann ist es ein Vorteil. Aber das andere ist, man verändert die ganze Biologie, was man nicht kann wissen kann, wie das ausartet. Ich weiss es nicht, ob ich es gut finde oder nur schlecht. Weil wir haben zum Beispiel Gemüse in Thailand, wo so stark mit Gift behandelt wird, dass ich mich frage, wäre es besser, eventuell ein genmanipuliertes Gemüse haben, das kein Gift braucht. Also ich finde, es sollte so bleiben, wie es ist, weil wir sind daran gewöhnt, oder? Wenn ein Mensch ohne Augen wird auf Alt kommen, ist das für uns komisch, oder? Menschen werden ohne Augen geboren. Das ist nur eine der vielen Vorstellungen, die die Menschen beim Thema Genmanipulation haben. Theoretisch wäre es auch möglich, Lebewesen anhand von Genen zu klonen, also exakte Kopien davon zu machen. In vielen Science-Fiction-Filmen oder Comics werden genauso Theorien behandelt. Da fällt es einem sicher schwer, den Überblick über Realität und Fiktion zu behalten. Seit 2001 ist das komplette menschliche Genom entschlüsselt worden. Das heisst, also man kennt das ganze Erbgut von einem Menschen. Und seitdem sind wir eigentlich einen ganz grossen Schritt weitergekommen hin zur Realität. Science Fiction selber ist aber sehr oft überzogen, es wird sehr angstmachend dargestellt. Und das ist eigentlich nicht das, was die Forschung will. Wenn wir zum Beispiel Spider-Man nehmen, Peter Parker wird gebissen von einer Spinne. Die DNA von dieser Spinne überträgt sich ins Genom von Peter Parker. Das ist Fiktion, das ist sicher nicht möglich. Viel Anwendung findet Genmanipulation vor allem in der Pflanzenwelt, wo man sie darum grüne Gentechnik nennt. Viele Pflanzen, die man essen, zum Beispiel Mais, kann man heutzutage gentechnisch verändern. Ob in unserem Essen schon genmanipulierte Nährstoffe drin sind, ist sich nicht jeder 100% sicher. Kann man schon vorstellen, ja. Wie in anderen Ländern ist es nicht verboten im Jahr. Also wenn alle ehrlich sind, hat es noch nichts drin. Also da denke ich lieber nicht dran. Nein, ich denke es schon, ja. Man weiss ja heutzutage sowieso nicht, was alles im Essen drin ist. Also ob jetzt genmanipuliert ist oder nicht, oder sonst irgendwelche Zusatzstoffe sind, die chemisch erzeugt worden sind, lieber nehme ich etwas an, das verändert ist, das von der Natur ist, anstatt etwas, das sonst irgendein Chemiker im Labor gezüchtet hat. Gerade weil so eine Unsicherheit in der Bevölkerung wegen der grünen Gentechnik herrscht, sind die Forderungen der Gegner hier in der Schweiz schon klar definiert. Wir sind überzeugt, dass auch mit traditioneller, konventioneller Züchtung Pflanzen können gezüchtet werden, die diese Eigenschaften haben, die man will. Und wir denken sogar, es ist besser, auf einem natürlichen Weg derartige Pflanzen zu entwickeln. Das ist heute sowieso so, mit der Klimaveränderung brauche ich Pflanzen auch noch, müssen sie sich auf neue Eigenschaften, auf neue Umweltbedingungen anpassen können. Und das können natürlich selektionierte Pflanzen viel besser als künstlich hergestellte Pflanzen. In der Schweiz ist momentan noch bis im November dieses Jahr ein sogenanntes Moratorium gültig. Das Moratorium verbietet den kommerziellen Anbau von gentechnisch veränderten Lebensmitteln. Das heisst, dass in der Schweiz bis im November keine Lebensmittel davon betroffen sind. Wie kommt das momentane Verbot bei den Menschen an? Also ich finde es gut, dass es jetzt noch verboten ist und ich finde, es sollte auch so bleiben eigentlich. Je nachdem, für gewisse Sachen braucht man das eigentlich schon, um irgendwelche Sachen zu züchten, die man nicht so erzeugen kann. Weil man spielt ja auch eine Rolle mit dem Knochenmark, um die Forschung zu betreiben. Da ist auch gentechnisch nachher irgendwo ein Eingriff. Ich glaube, wir können es mal einführen und da sehen wir ja weiter, was passiert. Und wenn es halt schlecht rauskommt, haben wir Pech gehabt, vielleicht kommt es auch gut raus, dann haben alle wieder einen Vorteil. Niemand weiss, was in 20 Jahren oder in 50 Jahren für die negative Auswirkungen auf andere Pflanzen, auf die Umwelt oder auf Tiere aus deren Entwicklung von dieser Veränderung ausgeht. Wir sind auch überzeugt, dass mit diesen Pflanzen die Artenvielfalt und die Sortenvielfalt schlecht beeinflusst wird. Es wird nur noch ein paar wenige Sorten geben und die werden weltweit abgebaut werden. Genmanipulation ist also ein sehr strittiges Thema und wird wohl auch in Zukunft eins bleiben. Gerade darum sollte man sich doch auch mal persönlich damit auseinandersetzen. Und um sich seine Meinung bilden zu können, muss das erste Mal absolute Klarheit bei diesem Thema herrschen. What a wonderful world. Das war es auch schon wieder von der heutigen Youth Edition. Ich bedanke mich fürs Mitschauen und Mitdenken. Bis zum nächsten Mal. Thank you.
Videogang macht mobil. Unsere Webseite gibt es jetzt auch für unterwegs. Schau dir die neueste Sendung an und bleib immer auf dem neuesten Stand mit den aktuellen Artikeln aus verschiedenen Themenbereichen. Mach bei einem Wettbewerb mit oder zapp dich durch bei «Über uns». Oder hast du unterwegs gerade eine Idee und willst sie nicht vergessen? Teile sie uns mit beim Mitwirken. Vergiss nicht, uns zu liken und zu folgen auf unseren verschiedenen Social-Media-Plattformen wie Instagram, Facebook und Twitter. Wir wünschen viel Spass beim Reisen mit der Videogang Mobile Page. DJ Stehblack. All Night Long. Ab sofort auf iTunes erhältlich.